So, lieben Zuschauer, wir beginnen mit dem ersten Match des heutigen Abends. Viel Spaß! So, und bitte die Sonnenbrillen rausholen. Wir haben eine Wintermap. Schön. Die erste Wintermap, oder? Wo wir jetzt hier im Live sind. Ich glaube im Live schon. Im Blitzturnier hatten wir auch schon eine. Daher, aber ich kenne die Karte noch nicht. Also die ist für mich Neuland. Wo ist der Cutter? Der Cutter ist noch auf der Couch. Der hat nachher mindestens ein Ligaspiel, wenn nicht sogar zwei. Und deswegen streame ich heute mit dem Mark. So, wir haben in Grün den Papagei, schon ein alter Hase hier bei uns in der Community, und im Blau die Mia, auch Silencia genannt. Ja, Marc, schön, dass du wieder da bist. Ja, klaro, klaro. Ich hoffe, Muss du doch hast da sein. die Nachrichten verfolgt. Was hier der kleine Kreuzer Fanclub e.V. schon wieder angestellt hat hier. Mann, Oh Mann, je. Mann. Aber man muss dazu sagen, sie haben das Kantholz verhindert. So, Ah ja. gehen wir mal aufs Spielgeschehen ein. Ja, die Karte ist, ja, wir haben Wasser, wir haben Land, wir haben Kristalle, eigentlich haben wir alles da, was wir brauchen. Und wir haben zwei Kontrahenten auf der Map, das ist auch wichtig. Ja, ich sehe schon, was machen die hier? Ist ja sehr interessant. Der eine hat gerade erstmal Zivilisten überfahren. Auch nicht schlecht. Ja, ich. Hast du meinen Weizen Acker gesehen, wo ich mit den Erzfeldern abernte? Was? Wo? Ihr erntet noch Hier. keinen. Die stehen da Hier bloß. oben. Ja, genau, aber das sind mein Mähdrescher. Zu die Karte stellen? Ach so. Ja, lustig, sogar mit einer Atomrakete dabei. Und wahrscheinlich hier Albert Einstein oder so. Und. Ich gehe manipulierter Mais hier oder Weizen. So. Haben Bunker nicht Tore? Bunker Tore? Keine Ahnung, ich sehe keine. Warte mal, ich guck mal. Nö, das ist aber ein schöner Schneemann. So, ich bin ganz gespannt, wie das ausgeht, weil ich glaube, Papagei war damals mal mittlere Liga. Kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, der war mal mittlere Der Liga. war in der ersten Season, glaube ich, dabei und hat aber. Ich glaube, er hat zu Ende gespielt. Er hat zu Ende gespielt, ja, aber ich sag halt mal, der Schwierigkeitsgrad, der hat sich enorm gesteigert. Ja, ach, ich habe den Timer vergessen. Oh. Naja, erstes Spiel läuft. Das Dabei sind läuft auf jeden halt. Fall die Alliierten. Ja. Das heißt, Tech-Zentrum wird auch bald kommen. Ja. Wie gesagt, er versuchte schon die Brücke kaputt zu machen. Mal gucken, ob ihm das gelingt. Wir schauen mal bei Mia rein. Zwei Raffinerien. Ja, ist schon mal richtig. Da muss er langsam mal die Waffenfabrik kommen. Das gleiche Spiel halt bei Papagei schon, und die Brücke ist immer noch nicht kaputt. Ja, vielleicht muss er da mal den Angriffspunkt ein bisschen wechseln. Das ist echt manchmal wichtig. Ibrahim, wo willst du spielen? Ich kann dir gerade nicht folgen. Ich weiß nicht, was mal besprochen worden ist mit Katar, weiß ich nicht. So, hier kommt schon Jetzt mal. ist sie kaputt, die Ja, Brücke. hat das geschafft? Mann, Ja. Mann. Aber lang hat's dauert. Naja, lange hat es gedauert. Also ich bin schon ganz gespannt auf die Spiele nachher. Vor allem, wenn wir den Cutter mal hier haben. Dass wir mal den Cutter genauestens auf die Finger schauen können. Da wird wahrscheinlich der ganze Chat dann die Schiri sein. Das wird interessant, ja. Oder wird schon geschossen? Ja, Mia ist da mit dem Panzer durch und. Alles noch legitim. Ibrahim, am besten Ja, mal auf viel. unseren Discord-Server kommen und da mal mit den Leuten quatschen. Also das jetzt im Live zu machen, ist echt ein bisschen schwierig, gerade während der Spiele. Deswegen, ich kann gerade da nicht helfen, weil ich auch nicht weiß, um was es geht. Und was da vielleicht schon mal besprochen worden ist, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall bietet sich's an, hier schön sich zu verteilen, da Richtung Mitte, da sind große Diamantenfelder, da Ja. ein bisschen abzuernten. Ja, vor allem können Sie auch das Wasser ganz einfach mal mitnutzen hier.
Beispielsweise, wenn sich der Papagei hier ransetzen würde, mit ein paar Schiffen könnten ja schon eine Menge Schaden anrichten. Von daher, ich bin gespannt. Ja, sind gespannt. Hallo Brisio. Ist doch verhältnismäßig ruhig hier. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Bei denen jetzt die Waffenfabrik, jetzt wird wahrscheinlich das Tech-Zentrum gleich kommen. Papagei hat die Werkstatt schon draußen. Ja, ja. Bisschen spät eigentlich, aber mal gucken. Da wurde noch eine RAF gebaut. Hier, das Tech-Zentrum bei mir ist schon draußen, wird auch geschützt mit zwei Geschütztürmen. Was schon mal jedenfalls der Tanja so ein bisschen abhalten kann, das ist schon mal richtig. Papagei baut auf jeden Fall weiter Panzer, gar kein MBF, okay. Ach, du bist Illium. Ja. Ah, okay. Ja, schauen wir mal, ich bin gespannt. Er baut hier auch ziemlich hoch. Es ist einerseits erhöht er damit zwar seine Reichweite, aber zum anderen macht er dadurch seine Basis auch weiter angreifbar. Muss man sehen, ob ihm das was bringt. Wie findest du die Map? Also sie erhält von mir schon mal den Pluspunkt, dass es eine Schneekarte ist. Ja. Ja. Das ist ja die Wintersession. Ja, schon ganz schick. Ich habe hier einen Fehler gefunden. Aber gut, das ist jetzt mal so. Ja, ich habe auch schon ein paar gesehen. Ja, passiert. Eingeschlichen. Aber ansonsten, das finde ich hier immer noch sehr interessant. Ich weiß noch nicht, was uns das bringt. Genauso wie die Häuser hier, aber ja gut. Ja, das sind halt optisch. Die Frage ist halt, kann man das Raketensilo einnehmen? Ausbau mir. Ja. Mal gucken, wenn sie dann mal die Sicht haben, bin ich gespannt, ob sie dann das Ganze dann auch nutzen werden. Aber bisher ist halt noch ja, ein bisschen wurde erkundet von mir, aber wie gesagt, der Papagei hält sich noch ziemlich zurück hier. Tech-Zentrum ist jetzt auch da. Hat jemand kontrolliert, ob die Panzer Schneeketten drauf haben? Wo ist der Winterdienst? Weiß ich nicht. Eigentlich der Prüfbeauftragte für sowas ist unser Deri. Der sagt immer, dass die Fahrzeuge keinen TÜV haben. Das könnte er vielleicht euch beantworten. Und sonst gibt es eine Mängelkarte. Eine Mängelkarte. So, der Papagei begibt sich jetzt ein bisschen nach unten. Leider ist unser Timer nicht ganz genau, weil ich ein bisschen geschlafen habe. Aber wir merken das ja, sobald die Explosionen hochgehen, wissen wir ja, wo wir stehen. Und dementsprechend sehen wir dann, wie weit sie dann schon Vorlauf haben. Mia fahrt auf jeden Fall mit dem Bauhof schon mal nach links. Ja. Oh Gott. Eine hat sie gebaut. Erzraffinerie hat sie auch verkauft in der Mitte. Er bietet sich an, wenn es halt eh keine Erz mehr gibt, dann verkaufst du halt. Ja, das ist halt das, was wir bei Alu letztens, bei Prof letztens so ein bisschen bemängelt hatten. Er brauchte die RAF nicht mehr, da unten hat sie aber stehen lassen. Hätte er aber verkaufen können. Ja, weil die Erztransporter sind halt gewillt, da immer hinzufahren zur nächsten. Richtig, sofern man nicht gerade das Ziel ändert. Ja, so. Das wäre sie eigentlich jetzt schlau, wenn sie jetzt noch weiter vorfahren würde. Weil klar, dass so als Vorposten neben der Hauptbase, das ist schon gut, aber um richtig in Angriff zu fahren, könnte sie eigentlich schon hier oben reinfahren. Beziehungsweise auch, ja doch, hier oben wäre der beste Platz eigentlich, was hier. Weil, wenn sie von unten hier rüber will, muss sie über diesen Übergang, der ziemlich schmal ist. Mal gucken. Auf jeden Fall Richtung die Diamantenfelder. Flying, das haben wir letztens getestet. Wenn ich genau den Timer starte, wo sie sagen, es geht los, haut das eigentlich in den meisten Fällen dann auch hin. Nicht mehr so verzögert. Aber das Timing muss man auch haben. So, jetzt 9 Minuten sind rum. Wir merken, wir sind ja 2,5 Minuten hinterher. Die erste, ja. Ist explodiert. Ja, aber so vom Optischen macht jetzt da mir einen guten Eindruck, dass ja. Die da ja, expandiert. Erstmal ja. Er ist sympathisch auf Zeit. Das ist keine Free-Version. Das ist Command Conquer Remastered.
Das kannst du dir bei EA oder Steam holen. Ich weiß aber gerade nicht, wo es preislich steht. Ich habe es damals für ein 20 geholt. Das haben schon welche für weitaus billiger bekommen. So, nächste Raff macht sie auch ganz gut. Bloß auf die Diamanten muss es klicken. Naja. Ich denke mal, spätestens der fährt hier noch rein. Oder vielleicht MBF sagt gerade, Xbox Game Pass ist es gerade gratis. Ja, dann da zuschlagen. Ja. So, und jetzt ist auch die letzte Bombe durch und jetzt ist auch der CD laut gerade rum. Wie gesagt, wir hängen da ein bisschen mit dem Timer daher. Aber wichtig ist, dass die Spieler das wissen, dass sie jetzt angreifen können. Und ja, Mia setzt auch schon ein bisschen was in Bewegung. Bin gespannt. Da beide ja die Sicht haben müssten, Papagei jetzt auch, sieht er, dass sie denn von oben kommt. Dementsprechend ist der Überraschungseffekt schon nicht mehr gegeben. Beide positionieren sich auf jeden Fall. Ja. Aber Ryder hat, nicht Ryder, Papagei hat auf jeden Fall halt immer noch einen MBF noch. Ja, ja. Sehe ich auch ein bisschen als Problem. Aber gut, vielleicht ist doch eben wieder mal das erste Ligaspiel seit langem. Wer weiß, vielleicht ist da so ein bisschen. Ich habe es einfach vergessen. Von lauter Aufregung. Upsi. Ja, müsste er aber eigentlich wissen, weil klar, dass die Bauzeit dadurch reduziert ist und oder was doch die Bauzeit ist. Langsamer und ja. Hast du gesehen, irgendwie ist das Atomraketensilo kaputt gegangen. Oh. Irgendwie ist es kaputt. Oh, weiß noch, hab's nicht gesehen. Oder war das vielleicht das dritte Gebäude, was in die Luft geht? Wer weiß. Mark hat wieder den Selbstzerstörungsknopf gedrückt. Drüber gestolpert. Ja. Ups. Wir sind jetzt schon außerhalb des CDs, aber es traut sich gerade niemand so wirklich, ne? Beide haben das Gefühl, es sind noch zu wenig Panzer. Wollen sie ein bisschen aufrichten. Ja, verstehe. Das Problem ist nur, umso länger man wartet, umso mehr baut auch der Gegner. Na, vor allem, du kannst halt eigentlich jetzt gezielt mal Richtung Schiffe gehen. Du hast ja da die zweite Base unten mit den zwei Erzraffinerien. Also mit zwei, drei Silos überbauen, baust dann Hafen und schon hast du da ein bisschen die linke Seite da unter Beschuss. Ja, aber mir pirscht sich jetzt vor und geht gezielt nach unten. Ja. Aber Papagei zieht nach. Ist jetzt die Frage, wer hat den schnelleren Finger? Auf jeden Fall gefährlich. Also gerade wenn da jetzt der Bauhof, der steht ziemlich unbewacht da. Und jetzt stehen sie genau gegenüber. Und jetzt geht der Papagei auch rein. Oh ja. Kolonia, danke fürs Teamherz. Ich bin mal gespannt, wer sich hier jetzt dieses Match oder diese erste Konfrontation für sich entscheidet. Würde fast sagen, dass es panzermäßig ein bisschen über links, aber hier fährt was rund. Der BMT fährt hier rein. Und da kommt eine Tanja. Höhen abgelenkt, ja. Oh, das hat sie aber richtig gut gemacht. Weil panzertechnisch ist halt Papagei ein bisschen besser. Ja, aber dadurch, dass er jetzt gerade und jetzt auch das Techzentrum verliert. Oh, das wird teuer. Und geht noch weiter, ist noch nicht zu Ende. Ja, ja. Der neue Tanja-Move. Naja, das Problem aber jetzt, dass sie halt jetzt unter Beschuss steht. Und jetzt überfahren wurde. Ja. Aber es hat gereicht, um ordentlich Schaden anzurichten. Da kann Papagei eigentlich noch froh sein, dass sie nicht den Bauhof getroffen hat. Das stimmt. war auf jeden Fall ein guter Move. Also gutes Ablenkungsmanöver. Der Lutz schreibt, bei Jules gelernt. Ja, aber sie muss es aufpassen, wenn sie hat zu viel riskiert und der Papagei hat halt noch ein paar Panzer zu stehen und er kann auch bauen. Kann das auch ganz schnell nach hinten losgehen, dass er halt bei ihr reinfährt.
Und jetzt auch die Wege, sag ich mal, von den Sammlern jetzt auch weiter werden, ne? Weil den einen hat er hier oben immer noch am Sammeln und hat nicht den irgendwo den Befehl nach unten geschickt, obwohl er hier Kristalle noch direkt vor der Haustür hat. Ja. Der Sprengler-Party. Er muss auf jeden Fall noch eine neue Raff bauen. Ja, das auf jeden Fall, ja. Da muss er auch hinterher sein. Und Mias Bauhof ist wieder unterwegs in der Mitte. Ja. Würde mich nicht wundern, wenn sie jetzt hier nach oben geht, dass die Wege nicht mehr so weit sind. Weil, wie gesagt, die Mitte hat sich hier unter Kontrolle. Hier kannst du ganz in Ruhe sammeln und sieht auch schön die Einheiten wieder nach. Ja. Sogar ein paar Rockets dabei. Tanja ist auch schon wieder on the move. Hat sie die schon wieder? Ja, da bei den Panzern. Da kommt sie, ja. Aber Papagei hat auch Tanja. Ja, aber er ist noch so ein bisschen mehr in der Defensive immer noch, der so passiv. Ich weiß nicht, Papagei hat oben noch ein Tech-Zentrum. Ich weiß nicht, ob es neu ist oder ob es ein zweites war, das weiß ich nicht. Aber jedenfalls muss er sich da langsam mehr einfallen lassen, als nur Panzer zu bauen. Und wie gesagt, seine Sammlerwege sind nicht von Vorteil. Ja, er hätte halt mal ein bisschen expandieren müssen Richtung. Mhm. Da ist auch noch ordentlich Erz. Eigentlich ist alles frei, doch sollte es machen. Ja, er könnte hier wunderbar nach unten expandieren. Ne? Da sind so viele Möglichkeiten, die er nutzen kann. Mhm. Auch mit Kristallen und alles, aber er macht es nicht. Ne? Das wäre nachher mal eine Frage an ihn, warum er dieses Potenzial nicht ausschöpft. Weil jetzt ist die nächste Welle von Mia. Ja. Und sie hat auch die Panzer jetzt direkt vor seiner Haustür. Oh, da kommt noch eine Raff, aber wieder so weit hinten. Ich weiß nicht. Ich finde, die ist richtig falsch platziert. Die hätte woanders besser aufgehört. Ja, er probiert es zwar hier zu schützen, einerseits verständlich, andererseits muss ich aber auch sagen, ja, es dauert zu lange. Jetzt baut er eine Mauer? Wird das? Und da kommt die Mia auch langsam vor. Ich sag mal, der Papagei hat hier oben eine Tanja drinne. Er könnte sie theoretisch auch in die feindliche Basis schmeißen. Auch hier rein. Wäre alles möglich. Aber den Zug muss er dann auch machen, ne? Raumteiler. Ja, Looking for Freedom, ja. Kann ich euch leider nicht spielen. Und wenn ich den Spiel, wird die Sequenz wieder gesperrt, wie letztes Mal. Ah, jetzt wird angegriffen. Ja, das Ding ist aber, Papagei müsste die genischen Einheiten ein bisschen mehr rankommen lassen, dass die Türme auch was machen können. Der hat hier unten auch noch Panzer und lässt sie aber auch stehen. Das ist, ja, vielleicht hat er da Angst, dass da wieder die Tanja hinfährt oder läuft. Ja, so wird das. Aber er wird halt, ob er jetzt Probleme kriege, die Rockets zerstören ordentlich. Was? Ja, könnte schon fast die Entscheidung hier in diesem Spiel sein. Na, weil oben ist die Verteidigung komplett weg. Ja. Ja, und da hat er sein BMT, den er natürlich jetzt mal ein bisschen wegbringen muss, weil ja, er sollte den vielleicht mal einsetzen. Ja, auch zum Beispiel als Ablenkungsmanöver. Naja, er fährt jetzt auch rüber, aber ich denke mal, das ist zu spät. Also. Ja. Selbst wenn jetzt die Tanja da noch zum Einsatz kommt, das wird, glaube ich, jetzt kaum einen Unterschied mehr bringen. Richtig. Viel Panzer macht. Frage ist, wo ist der BMT? Bei der Base von mir. Aber das jetzt ist aber schlecht gelaufen. Oh ja. Kann ja auch Platz. Hm. Ja, das Ding wird sie jetzt holen.
Was steht hier noch? Noch ein Panzer, gutes. Ja, ich glaube, Papagei musste wieder erstmal in die Übung kommen. Das ist sein erstes Liga-Match da. Da muss er die Abläufe erstmal wieder verinnerlichen. Ja, ich denke auch. Wie gesagt, es sah nicht schlecht aus, aber wie gesagt, das Ganze mit dem Sammlern, die weiten Wege. Ja. Vitala, sie heißt Mia, nicht Pia. Labern, Stefan. Ja, jetzt versucht er den Bauch noch ein bisschen wegzufahren, aber ich glaube nicht, dass ihm das noch großartig was bringen würde. Und dann müsste er schon noch alles verkaufen. Aber im Endeffekt, sie sieht ja alles. Das, ja, würde ich mal sagen, schon mal Glückwunsch an mir, auch wenn ich hier noch ein paar kleine Einheiten holen muss. Aber gut, das sollte jetzt kein Hindernis mehr darstellen. Ja, wieder, ich habe dich verstanden. So. Jetzt sind es drei Einheiten. Richtig, müsst ihr aber auch sehen. So, dann bleibt nur noch der Sammler. Bestes Spiel ever. Ja, gehen. Das stimmt. Aber wieder, wir sehen uns ja auch gleich noch. So, wo ist denn noch was? Oh, jetzt muss ich auch mal suchen. Aber die Mauern können es nicht sein. Die Mauern. Überraschung. Wo ist das letzte Männchen? Ich sehe es nicht. Ich auch nicht. Sie fährt halt nach unten, aber. Ich sehe es auch nicht. Also. Ha, wäre jetzt mal die Karte grün. Der leichte Panzer, ja, der war aber doch nach oben gestellt worden. Der leichte Panzer war oben beim MBF. Das ja. Ist ja lustig. Ja, ob das jetzt lustig ist, weiß ich nicht, aber. Größten Bug. Ja, dann wäre es für Papagei aber clever, einfach auch verlassen zu gehen, weil wenn hier wirklich nichts mehr ist, das werden ja wohl nicht die Einheiten hier sein, oder? Nee, die zählen nicht mehr. Also ich sehe auch nichts. Ganz rechts, wo das Silo war? Welches Silo? Das Atom-Silo? Ja, da stehen zwei Grüne, aber ich glaube nicht, dass die zählen, oder? Das sind grüne NPC, die sind schon von Anfang. Das ist schon einmal Tanja und so ein General. Ja. Damit. Klar, vielleicht kann man die mal alle platt machen hier, aber ob das was bringt, weiß ich nicht. Aber die zählen nicht als Spieler hin. Außer du hast das falsch gemacht. Ja, dann hätten können Papagei sie aber steuern. Hinter den Bäumen, wie Max das gerne macht. Ja, haben wir auch schon überlegt, aber dann müssten wir ja irgendwo einen grünen Punkt sehen. Das wäre ein grünen Punkt sehen. Klar ist es jetzt auf Schneekarte ein bisschen schwierig. Ja, wenn nicht, mag, geh doch mal runter, frag doch mal. Ich geh mal runter. Ja.
Ja, es ist mir auch jetzt ein Rätsel. Der kann es ja, glaube ich, nicht sein, wobei mich das nicht wundern würde. Also wir haben wir irgendwo einen Stevie, also Spion. Das wäre natürlich jetzt ärgerlich. Also Papagei hat noch eine Einheit. Sag. Okay. Ich habe jetzt aber nicht gefragt, wo, sondern er hat es. Naja, Mitte rechts grüner Civi. Mitte rechts grüner Civi. Direkt. Der hier? Kann ich nicht glauben. Mitte rechts. Nee, das glaube ich nicht. Hm. Das ist ja lustig. Ach, der Papagei hat's geschafft, uns alle jetzt zu ärgern hier. Was? Nochmal. Lanola, wo soll ich hin? Links? Links? Ja, bin links. Führe mich. Also ich sehe echt nichts. Also ich bin jetzt irgendwie ein bisschen überfragt, wo ich jetzt noch eine Einheit sein sollte. So schlecht kann ich dich schreiben, sagt er. Ja, ich versuche den halt hier aktiv zu suchen. Weil... Das ist halt gar kein grüner Punkt oder so. Nee. Wobei das alles ziemlich klar zu sehen war. Spion könnte es? Könnte es ein Spion sein? Nee, oder? Den würde man auch sehen. Ja, aber da. Naja, kommt drauf an, wo er steht. Ich sag mal, die werden ja dann so ein bisschen gelblich angezeigt, wenn er natürlich irgendwo. Mitte, aber ich glaube, für uns wäre der trotzdem grün, oder? Mitte unten hinterm Baum. Was ist ein Mitte unten Cutter? Ah, ach, ich hab da, ihn. Ich ja, ich hab ihn auch. Ah, ja. Das ist ein Spion. Das ist jetzt ein bisschen assi. Einmal mit Profis, ja. Das ist jetzt wirklich assi. Also, ich kann es nicht anders sagen. Aber gut, es ist erlaubt. Wir haben jetzt noch 35 Minuten. Nee, 32 Minuten. 32 Minuten. Also ja, über was wollen wir uns schon mal unterhalten? Oh. Aber wann hat er den gebaut? Wann hat er den gebaut? Weck's mich, wenn es vorbei ist. Ja. 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 Kann noch eine Weile dauern, habe ich das Gefühl. Weil Mia wird auf jeden Fall nicht suchen. Ja, das Problem ist, er ist halt auch nicht so gut zu sehen, ne? Überhaupt nicht. Selbst ich hätte jetzt gedacht, er leuchtet ein bisschen grün. Wenn es ein Spion ist, dann ist der gelb. Und das ist hier. Gerade zwischen den Bäumen und so oder zwischen dem Erzfeld ist es sowieso schwer zu erkennen. Da könnte jetzt auch da könnte das auch grün sein. Ibrahim, auf der Webseite bei uns direkt kannst du nicht spielen. Da hast du halt alle Informationen zu den Tabellen und auch zu, wie du auf unseren Discord kommst und so weiter und so fort. Das Spiel musst du dir schon selber besorgen. Ohne dem geht's nicht. Und wie gesagt, über die Webseite kommst du auch auf unseren Discord und dort könnt ihr dann auch die Leute dann auch weiterhelfen, wie du das Spiel bekommst. Falls irgendwas nicht funktioniert, helfen sie dir da auch. Oh, ich bin ehrlich gesagt gespannt, aber die Panzer gucken hier nach unten. Also ich weiß nicht, ob die was gesehen haben. Ja, Chris, geben, ja. Guck, dass du weg da bist. Nicht, dass da jemand doch mal in den Stream reinguckt und. Ja. Notfound, danke für den Sub im ersten Monat. Vielen, vielen Dank. Sie springt jetzt hier auch mit dem Chronopanzer hier durch die Gegend?
Ah, hat sie ihn gesehen? Na? Ja, ich glaube, der Vater runter. Ja, sie hat ihn gesehen. Ja, Match ist abgeschlossen. Oh, und ich dachte, das wird jetzt so ein Ding, ey, dass wir jetzt hier. Wo sie mal rein mag. Schon dabei. Ja, Match ist abgeschlossen. Hey, Wayne. Ja, hallo. Papagei, brauchst du nächstes Mal noch ein besseres Versteck? Oder mehrere? Ja. Also, ja, wahrscheinlich, ja. Sie haben einfach Mist gebaut, erstmal Bauhof wieder losgelassen. Ja. Irgendwie falsche Taste und dann, keine Ahnung. Ja, du hast mit Sonnenbrille spielen wegen der Schneemap. Ja, du hast auch keinen zweiten gebaut. Ja, das stimmt. Das war so ein bisschen, wo wir uns gewundert haben. Und vor allen Dingen hast du dafür gesorgt, dass die Wege zu Raff so weit waren, weil du die Raff halt nicht direkt rangebaut hast. Ja, natürlich einerseits verständlich, nachdem die Tanja kam, aber ja, das hat dir echt viel Zeit gekostet. Ja. Und Mia hat sich über die Karte so ein bisschen schon verbreitet und hat eigentlich dafür gesorgt, dass sie diesen Geldfluss hat. Dementsprechend konnte sie dann einfach nur noch nachbauen. Aber ich denke mal, die ist bestimmt gerade sehr gut abgegangen, als sie den Spion gesucht hat. Ja. Nee, aber trotzdem beide schön gemacht, das Match. Wie gesagt, Papagei, du kommst auch wieder rein. Ja, das war das erste Spiel, da kommt man auch wieder rein, ja. Ja. Einfach ein paar Mal. Ich musste auch die Sonnenbrille anziehen wegen der Lichtempfindlichkeit, weil bei Schneemap blind so leicht. Ja. Es ist ja auch so ein Hindernis, so ein kleines gewesen noch. Mhm. Aber ist das deine Heimkarte oder wem seine ist das? Nee, das war, glaube ich, nicht meine. Ich weiß es nicht. Weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe es auch nicht angeguckt. Okay. Keine Ahnung. Ja, gut. Nichtsdestotrotz Glückwunsch an mir. Hat das ganz gut gemacht und wie gesagt. Ja, und wie gesagt, was würde unser Cutter immer sagen? Nächstes Mal läuft's besser. Genau. Gut, ich verabschiede mich von euch beiden und wir gehen mal hoch oder wir nehmen euch mit und holen uns die nächsten beiden hier rein. Ja, okay.